Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, ein unter Euro Truck Simulator 2. Vorab schon mal gesagt, es könnte sein, dass es ein bisschen hier rumleckt. Ich hoffe natürlich nicht. Ich habe jetzt nämlich eine neue Festplatte geholt, wo ich jetzt auch mehr Spiele drauf installieren kann. Ne? Ja, also mal sehen, wie es wird. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Und mal sehen, ja. Okay, so. Erstmal hier zurück in das Spiel rein. Nicht F4. 1, so. Oh, ich habe ewig das jetzt nicht mehr gespielt. Also es könnte sein, dass es ein bisschen leckt, weil irgendwie hier noch nicht alles richtig eingestellt ist. Keine Ahnung. Ja. Es tut mir natürlich leid für euch. Ich kann aber, also bei mir selber leckt es tatsächlich auch, also ist nicht nur bei euch so. Ja. Mann, jetzt hör doch mal auf zu lenken, du scheiß Spiel, ey. So, wir bringen. Glaube ich, soweit ich weiß. Wenn mich nichts alles täuscht. So. Achso, ich spiele übrigens kein Truckers MP, weil ich glaube, da lenkt es noch mehr. Oh, bitte, Spiel. Jetzt hör auf zu lecken. Ich sehe auch gar keinen Grund darin. Warum das leckt. Fahr bitte nicht in mich rein. So. Achso. Hab ich schon. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt fahren. Ich gar nicht gesehen jetzt, weil ich habe nur einen Auftrag angenommen, um erstmal zu gucken, ob alles überhaupt funktioniert. Weil sonst hätte ich das heute gar nicht drehen können. Deswegen. Wow. Okay, so. Jetzt hör auf zu ey, nee, das macht mich schon wieder aggressiv. Das macht mich gerade schon wieder ein bisschen sauer. Wartet kurz, Leute. Ich muss mal hier kurz was einstellen. So, ich habe ein bisschen an der Einstellung rumgefummelt. Eventuell funktioniert es jetzt ein bisschen besser. Ja. Mal gucken. Ach nee, jetzt muss das hier wieder starten und alles. Oh, oh. Mann. Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Also wenn es gleich noch nicht besser. Jetzt gleich noch nicht besser ist, muss ich komplett auf niedrige gehen. Ja, ist natürlich scheiße, aber nützt nichts. Komm, jetzt mach, wann man muss. Mal gucken. Vielleicht ist es ja jetzt besser. Und so wie es aussieht, nicht. Nö. Ist immer noch nicht besser. Okay, jetzt gerade schon, aber ich glaube, das wird gleich wieder schlimmer. Ja, jetzt. Ey, das ist echt zum Kotzen, diese Scheiße. Es macht dann auch keinen Spaß, das aufzunehmen, wenn dann irgend so ein Kackspiel rumleckt. Wartet, Leute, ich muss das leider nochmal einstellen. Ich will nicht speichern. Boah. Okay, Leute, ich habe es jetzt wieder angemacht. Also ich habe jetzt nochmal ein paar Dinge auf niedrig gestellt. Es wird wahrscheinlich eh nicht helfen, weil dieses Spiel zu behindert ist, aber egal. So, was ich mal kurz einstellen kann, ist den Sitz. Gut, den Sitz kann man auch nicht mehr einstellen, geil. Sowas verdient mir echt den Spaß. Beim Videodrehen. Habe ich dann jetzt schon wieder schlechte Laune. Aber vielleicht wird sie ja noch im Laufe des Videos besser.
Auf jeden Fall habe ich mir jetzt eine neue Festplatte geholt, wo ich auch Spiele jetzt mehr spielen kann, also mehr installieren kann. Wenn sie dann auch lagfrei sind, so wie dieses Spiel hier nicht. Also ich habe alles auf niedrig gestellt, außer die Spiegelqualität, weil ich will ja sehen, wer hinter mir ist. Und es fängt schon wieder an zu lenken. Ich hau hier gleich irgendwas kaputt, ehrlich. Was für eine Hupe, Alter. Kann ja sein, dass das Video auch etwas früher jetzt schon Schluss geht, weil ich nur 60 Kilometer noch fahren muss. Ich habe nämlich nur, glaube ich, 91 oder 93 Kilometer angegeben. Einfach nur deswegen, weil, ja, was wollte ich sagen, hä? Weil ich halt ein bisschen auch das hier als Probiervideo benutze, ob alles funktioniert. Ja, deswegen. Das ist so ein kleines Probiervideo, ob das viel funktioniert. Also Truckers MP werde ich wahrscheinlich nicht mehr spielen. Da kommt aber noch eine Folge wahrscheinlich, die dann letzte Folge von Truckers MP heißt. Ja, Euro Truck Simulator kommt natürlich wie immer jeden Montag und FIFA 24 jeden Dienstag. Ja. Ja, irgendwann hört es auch auf mit Euro Truck Simulator 2. Aber mal sehen. Ich muss hier gar nicht links. Rechts meine ich. Na, also irgendwann höre ich wahrscheinlich auch auf, Euro Truck Simulator 2 zu spielen, weil ihr müsst wissen, ich habe schon so viele Videos von Euro Truck Simulator 2 mittlerweile gemacht. Es wird langsam auch einfach zu viel mit Euro Truck Simulator. Ja. Interessant, dass wir gerade ein Auto überholen, weil das so lahm fährt. Eigentlich müsste ich jetzt so hier rechts reinfahren. Wegrammen, weil er fährt schon von selber auf die andere Spur. Ist hier alle nur so 10 km/h fahren, Alter. Ich muss jetzt hier leider auch rechts. Ich bleibe jetzt hier auf die linke Spur. Der linken Spur. Hör auf zu laggen. Boah, es macht mich schon wieder so aggressiv. Na ja, gut, man kann ja nicht links. Dann müssen wir wohl weiterfahren, ne? Jetzt müssen wir ja, jetzt müssen wir auf einmal wieder 70 Kilometer fahren, oder was? Boah, leck doch nicht, Junge. Das ist doch nur eine Autobahn. Ich reg mich darüber nicht auf. Und einfach ruhig bleiben. Warum reg ich mich überhaupt auf? Weil ihr es so gucken müsst. Tatsächlich. Deswegen reg ich mich auf. Da fahr doch gleich in mich rein, Alter. Hier, Batz, Alter. Scheiß Dritz-LKW. Meine Fresse. So, 50 Kilometer noch, dann habe ich hier endlich diesen Kack-Scheiß-Dings geschafft. Das freut mich tatsächlich sehr. Also das Video hier, Leute, gut für euch nicht so eine positive Stimmung einbringen. Ich lade das trotzdem hoch, weil wenn ich jetzt ein neues Video drehen würde, wäre meine Laune genauso. Und dann würde es, glaube ich, auch nicht besser sein. Deswegen lade ich das jetzt trotzdem hoch. Ja, Leute, es tut mir schon mal leid, dass dieses Video absolut scheiße wird. Aber da seht ihr auch mal, dass das nicht so einfach ist, ein Video zu drehen, weil irgendwas nicht stimmt. Und auch anstrengend ist zu drehen. Und wir haben es gerade 14.40 Uhr. Ich hätte eigentlich dieses Video schon längst fertig, aber ich muss ja unbedingt jetzt das Spiel noch installieren, damit ich das auch aufnehmen kann, weil ja jeden Montag immer das kommt. Und ich wollte jetzt nicht wieder irgendein anderes Video aufnehmen. Und dann in dem Video sagen, ja komm, Euro Truck Simulator 2 ging nicht, weil zu wenig Zeit. Beziehungsweise ich muss das Spiel ja noch installieren, weil ich habe es gestern nicht mehr geschafft. War ja auf dem Festival am Samstag, genau. Und da habe ich es nicht mehr geschafft, das Video oder die Videos zu drehen. Nicht die Videos zu drehen. Die Festplatte einzurichten. Also ich habe sie eingerichtet noch abends, aber die Spiele habe ich nicht mehr drauf installiert und deswegen... Ja. Muss ich das alles heute machen, am Sonntag.
Aber ich habe jetzt eh erstmal frei, ne? Das ist auch schon mal gut. Ey, nee, jetzt sag mir nicht das. Oh, nö, ich fahr jetzt hier durch, ey. Ganz ehrlich. Soll ich im Kreis fahren oder was? Junge, sagt er mir wieder, da geht's auch nicht lang, Alter. Wieder 70 Kilometer fahren oder was? Warum leckt es? Ich bin nur in Hamburg. Oder in Kiel oder was weiß ich. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Dings ist. Wetten, ich bleibe jetzt hier irgendwo hängen. Ne, tatsächlich nicht. Oh. Zack. Sind wir auch gleich hier schon in der Stadt. Wir sind beziehungsweise schon in der Stadt. Das merkt man daran, wenn es leckt. Da weiß man, man ist in einer Stadt. Aber in dieser Stadt war ich noch nie. Zumindest bis jetzt sehe ich noch nicht den Arm. Boah, fast reingefahren, Alter. Alles im grünen Bereich. LKW, alles im grünen Bereich. Fahr einfach weiter. Muss ich jetzt hier links? Nö. Nö, weiter. So, hier muss ich die Kurve nehmen. Hier gibt es gar nichts mit abbiegen. Manchmal sieht das so aus, als würde man hier abbiegen müssen. Das müssen die mal tatsächlich besser machen. Hallo, fahr doch mal vorwärts und nicht rückwärts. Irgendwas stimmt auch gerade mit meiner Box nicht. Es liegt aber tatsächlich am PC. So. 2 Kilometer noch. Haben wir hier endlich diesen Wahnsinn hier geschafft, ey. Boah, ich nenne dieses Video, glaube ich, echt ein Video voller Lags. Ich glaube, ich nenne das Video wirklich so. Also Leute, entweder heißt das Video wirklich so, oder mal gucken, wie ich das nenne. Ich nenne das, glaube ich, wirklich ein Video voller Lags. Ist ja die Wahrheit, ne? So. Wir sind am Ziel angekommen, trotz Lags. Nice. Wir haben den Wahnsinn hier geschafft, Leute. Na, jetzt gibt Gummi, damit ich hier auch reinfahren kann. LKW. Ich glaube, ich werde einfach ein echt LKW-Fahrer. Dann habe ich keine Lags. Kann ich nur Unfälle bauen. Ja, Aufliegerschaden. Aufliegerschaden in deinem... So, wir überspringen das Ganze, weil ich keinen Bock habe auf irgendeine andere Probleme. Leute, wenn euch dieses chaotische Leck-Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videoschau verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.